Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus, genau, Hundsgrab. Genau, Hundsgrab. Und wir haben ja ganz viele Hasen. Denn wir stehen hier auf dem Schlachtetisch. Und ihr seht schon, ich habe hier noch so ein bisschen rumgefummelt. Verkauf Hasenfleisch und Felle. Aber hier seht ihr schon, hier ist nur Holz drin. Das passt irgendwie nicht so ganz. Und hier unten die Truhe ist sowieso jetzt gerade leer. Das ist aber eigentlich unsere Grußtruhe. Ja, also, ne, das ist hier unsere kleine Hasenzüchter, unsere kleine Hasenzüchterverein vor allen Dingen. Hier draußen haben wir jetzt alle Felle aufgehängt schon. Wir haben sogar Hasenpfoten jetzt da und alles, ne. Hier habe ich einen kleinen Grill. Habe ich noch gebratenes Kaninchen. Hier habe ich noch ein paar rohe Kaninchen. Die können wir hier mal auf den Grill hauen. Ab und zu funktioniert das mit dem Schwert nicht. Und der Hasenzüchterverein hat sogar eine goldene Karotte als Auszeichnung gekriegt. Ist das nicht schön? Die hängen wir gleich mal auf, oben im Hasenzüchtervereinsraum. Und hier fehlt noch eine Treppe. Ja, so ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen. Ihr kennt das ja. Paar Kleinigkeiten sind schon noch zu machen im Hasenzüchterverein. Allerdings möchte ich es auch nicht auf die Spitze treiben. Und wir wollen ja auch bald mal wieder etwas anderes machen. Aber ich finde das schon ganz schön geworden. Da draußen habe ich jetzt Wasser noch mit eingesetzt. Aber die Hasen gehen nicht freiwillig in diesen Botsch rein. Hier oben ist also der Clubraum. Und jetzt kommt hier auch noch das... Die goldene Karotte wird natürlich aufgehängt. Klar, Logo. Als Preis, ne? Als Preis, den der Hasenzüchterverein einmal errungen hat. So, die wird auch schön gerade auf... Ja, so... gerade aufgehängt. Da schreiben wir jetzt mal drauf. Züchterpreis 2017. Ja. Züchterpreis 2017. Hier haben sie auch ein paar Bücherregale mit ganz vielen Büchern über Hasenzucht und so. Hier draußen kann man natürlich auch rumgehen. Da wollte ich eigentlich noch Steine drauf machen. Das können wir auch gleich noch machen. Ich würde sagen, diese Folge werden wir uns hier noch mal ein bisschen um den Verein kümmern. Um den Verein muss sich gekümmert werden. Und vor allen Dingen, das war mir ein großes, großes Anliegen, dass wir diesen ganzen Kram mal rüberbringen. Wisst ihr? Dass wir den ganzen Kram rüberbringen. Ich packe jetzt das Hasenfleisch mal hier rein. Die Mohrrüben, die 22, die kommen sowieso hier vorne rein. Die Felle würde ich dann hier reinpacken. Hier würde ich die Felle reinpacken. Und dann räumen wir das alles mal um die Dummen. Hallo, ihr Hasen. Haben wir nicht noch mehr Mohren? Mehr Möhren? So, nehmen wir mal hier die vier. Und dann zeige ich euch mal, dass die Falle so halbwegs funktioniert. Also man kann die hier so anlocken. Wahrscheinlich sind Hasen aber einfach zu schlaue Tiere. Daran wird es liegen. Kommt mal hierher. Ja, kommt mal hierher gehoppelt. Die werden ja sofort lethargisch, wenn man sie, dann kann man die nämlich hier so reinstoßen. Also man muss sie stoßen. Sie gehen nicht von alleine ins Wasser. Naja, okay. Ich will es aber nochmal zeigen, dass die Falle so halbwegs funktioniert, wenn die Hasen nicht so schlau wären. Ich stoße hier einfach mal ein paar rein. So, dich. Oh nein, wir nicht. Nein, wir nicht. Und wohl, kommt mal her. Na, die seht ihr, die gehen sogar außen rum. Die gehen sogar außen rum, damit sie nicht in die Falle hoppen. So, du auch noch und du auch noch. So, es soll aber reichen. Nicht das Schwert ziehen. Und ihr geht da mal rein in die verdammte Falle. Ihr gebt mir auf den Senkel. Ein paar sind reingegangen. Jetzt züchten wir hier noch ein bisschen nach. Das mache ich meistens hier hinten, weil hier halten sich komischerweise immer die meisten Hasen auf. Achso. Also, hier noch mal ein bisschen nachzüchten. Wird schon wieder dunkel. Unglaublich. Ein kurzer Tag irgendwie, ne? So, hier wird nochmal ordentlich nachgezüchtet. Und da hinten wird gerade die Magieakademie vom Zordang, glaube ich, also von Murbrück gebaut. Da ist der Zordang gerade dabei. Da werden wir auch in die Nähe gehen. Da können wir mal einen Blick drauf werfen. Ich will allerdings nicht reingucken, weil ich nichts zeigen möchte, was eigentlich noch gleich gezeigt werden darf. So, jetzt müssen wir aber schlafen. Wir müssen schlafen, lasst mich in Ruhe. Hier, guck mal, sonst werdet ihr zum Steak. Schlafen. Beeilen. Welches haben wir genommen? Linke, ne? Oder landen wir dann wieder draußen? Kann sein. Ja, wir sind wieder draußen gelandet. Verdammt.
Dann würde ich sagen, packen wir mal unser Ränzlein. Also hier ist der Verkaufsstand. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen mehr machen. Den Rest packe ich jetzt mal in die Krusttruhe. Die Morim kommen hier rüber. Also wer sich hier gerne Hasenfleisch holen möchte, kann natürlich jeder gerne machen. Aber bitte auch nachzüchten, die Hasen dann. Dann ist alles gut. Dann bin ich auch gar nicht böse. Ich würde mal sagen, den Krust lassen wir hier. Den Krust lassen wir hier. Das hieße ja, wir lassen hier den ganzen Krust da. Die Fackeln nehmen wir sowieso, da wird nach Hundsgrab. Die Wolle können wir hier lassen. Das heißt, Wolle ist so ein Rohstoff, der wird immer benötigt, ne? Wolle, Wolle, Wolle. Und dann nehmen wir schon mal das Holz hier mit. Das Holz nehmen wir schon mal mit ins Lager. So. Andererseits hier diesen ganzen Kram, diesen ganzen Krempelholz, das ganze Krempelholz, was schon so halbwegs verarbeitet ist, das können die im Lager... Na, wir müssen es mitnehmen, damit wir die Truhen leer machen. Okay. Wir nehmen alles mit. Wir bringen das alles zum Zordern ins Lager. Das Bett können wir mal hier lassen. Dafür die Schilder und so, so. Ja, so kann man das machen. Jetzt rennen wir mal schnell hin und bringen schon mal die erste Truhe rüber. Damit wir die Kiste leer kriegen, wisst ihr? Bringen wir schon mal die erste Truhe rüber. Und dann müssen wir uns ja überlegen, was wir als nächstes machen. Der Powerplayer hat geschrieben, ja, von wegen faire Zuchtbedingungen, artgerechte Haltung. Das war das Wort. Ich bin eben nicht auf artgerechte Haltung gekommen. Artgerechte Haltung und so ist ja alles was Feines. Aber die, wenn man mal zur Kuhinsel rüber guckt, da ist ja nur null artgerechte Haltung. Da hat er eigentlich so ein bisschen recht. Da müssten wir vielleicht mal uns Gedanken machen, die Kuhinsel mal so ein bisschen umzugestalten. Ja, ich weiß, die ist seit der ersten Staffel so wie sie ist. Jetzt sind wir da. Hui. Aber was haben wir denn hier? Hier ist Holz. Das können wir da schon mal einsortieren und da. Sehr gut. Haben wir noch... Ja, wir haben auch noch... Fichtenholz haben wir auch noch, ja. Fichtenholz haben wir noch ganz viel. Hier, so. Fichtenholz. Schwarzeich haben wir nicht. Aber Tropenholz haben wir noch eine ganze Menge. Und den großen Baum müssen wir auch noch abfällen. Verdammt. Das Tropenholz nehmen wir dann mit nach Hundsgrab wahrscheinlich. Was haben wir hier? Hier haben wir Stein. Hier ist auch Stein. Oh, ist alles so ordentlich. Verdammt. Das können wir gar nicht alles. Hier Birki, okay. Und das ist alles so unglaublich ordentlich. Hier, oh, hier ist Teppich. Okay, packen wir mal ein bisschen was dazu. Ah, eine Grußkiste, wie schön. So. Nein, das sind eigentlich, das passt eigentlich nicht rein. Das hier aber und das. Die Truhe können wir noch selber reinpacken. Die Leitern auf jeden Fall noch. So eine Tür kann hier auch noch mit rein. Ja. Was haben wir hier? Das Glas, okay. Hier ist Pflanzenreste. Das ist sehr schön. Und hier unten, hier ist Erde. Okay, dann können wir die Erde theoretisch mit rübernehmen. Ja. Was haben wir hier oben? Ah, hier ist Lehm. Okay, Lehm und Netherbricks. Sandstein und gebrannter Stein. Hier ist Kies. Ah, guck mal, hier ist, da können wir das rein sortieren einfach. Sehr schön, sind wir ja doch alles ganz gut losgeworden. Und die Stickies können wir auch hier lassen. Ha, ausgezeichnet. Wieder zurück, hin und wieder zurück. Das ist ein sehr schönes Lied gerade. Und ich finde, dieses Akazienholz sieht jetzt in der neuen Version echt schick aus. Sieht echt nobel aus, ne? Wenn sich da Wände mit auskleidet drin, das kommt richtig gut. Ja, also die Kuhinsel wäre natürlich eine Möglichkeit, aber die Garnison ist natürlich auch noch so eine Sache. Und wenn wir bei einer Garnison sind, könnten wir theoretisch auch gleich noch... Warte mal, wir fällen diesen riesen Tropenbaum mal ab hier. Der hat hier überhaupt nichts zu suchen. Dann können wir das Tropenholz auch gleich noch mitnehmen. Ausgezeichnet. Jetzt kommt wieder ein Lied von Opa Spiel, das hört man an dem Geklöppel. Kommen wir da jetzt so hoch? Hm, ich glaube, wir müssten uns ein paar... Warte mal. Na, hier kommen wir nicht rüber. na gut, Freunde. Da habe ich übrigens die Pfingstrosen hingepflanzt für Else. Damit die nicht eingehen. Zombie. Damit die nicht eingehen. So, das nehmen wir auch alles mit hier. Die Kiste können wir komplett leer räumen. Kommt alles ins Moorbrücker Lager.
Einfach damit das Moorbrücker Lager ein wenig besser ausgestaltet ist. Das Zeug, die Schilder könnten wir noch mitnehmen. Genau, da ist die Truhe leer und die Truhe ist leer. Das ist ausgezeichnet. Dich nehmen wir auch mit. Hier Glas hatten wir noch im Fach, ne? Ist auch noch Glas. Zäune, ja. Ja. Wir brauchen auch vor allen Dingen hier die Schere. Jetzt mal ganz kurz. Die brauchen wir jetzt mal ganz kurz, weil wir müssen ja uns ja unten ein paar Ranken abmachen. Hier kann man nicht lang. Und die Akazien können theoretisch auch weg. Haben wir jetzt noch genug Platz? Ja, gerade so. Gerade so. Wir müssen eh noch ein drittes Mal rennen. Dann machen wir jetzt erstmal nochmal leer. Machen erst nochmal leer. Oder, nein, das kriegen wir mit. Verdammt. Immer diese Entscheidung. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte reichen. Hinauf. Hinauf, hinauf, ins Hinauf. Ganz nach oben. Ihr wisst ja, wie man Tropenbäume abbaut, ne? So, jetzt können wir uns hier draufstellen. Und wir hätten gar keine Ranken, glaube ich, gebraucht. Das ist der Witz an der Sache. So. Jetzt können wir hier schon mal anfangen und den ganzen Kram abbauen. Ich hoffe, der hat nicht so viele Nebenzweige. Sieht aber nicht so aus. Seht ihr hier noch irgendwo was? Nee, ne? Da unten dann, ja, da unten dann wieder. Gut, dann werden wir das hier erstmal alles abbauen. Und das Holz wird dann dem Lager gut kommen. Und damit natürlich auch wieder irgendwann uns, weil wir können ja das Lager auch jederzeit nutzen, wenn wir hier in Moorbrück am Arbeiten, am Tun sind. An alle anderen drei Elmländer, auch hier zum Beispiel den Keil und so, wie sie alle heißen. Ihr könnt auch gerne in Moorbrück eine Kleinigkeit bauen, wenn ihr da Lust drauf habt. Muss halt nur zu dem Ganzen hier passen. Und wenn ihr da also eine Idee habt, was nach Moorbrück passen würde, seid ihr immer herzlich eingeladen, ein kleines Gebäude zu bauen. Der Einzige, der das bis jetzt in Anspruch genommen hat oder der das schon mal gemacht hat, war der Tomcat. Tatsächlich. Der aber momentan auf Reisen ist und in anderen Welten sich aufhält. Und sozusagen eine kleine Pause eingelegt hat. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ja. Oder doch nicht. Und wir haben schon wieder Setzlinge, das ist gut. Die nehmen wir uns auch mit. Drei Stück nur. Okay. Machen wir den hier. Auf diesen einen Platz soll es dann auch nicht ankommen. Jetzt sind wir schon wieder voll vom Inventar und müssen nochmal rüber zum Lager. Oh, da ist der vierte. Okay. Also ein kompletter Tropenbaum wieder, den man anpflanzen könnte und nutzen könnte. Ja, das Haus, da bin ich so halbwegs zufrieden mit. Aber nicht so hundertprozentig. Aber naja, es ist manchmal so. Manchmal gelingen einem die Sachen auch nicht so, wie man sie eigentlich haben wollte. Aber ich denke mal, wir haben auf jeden Fall die Hasen erfolgreich umgesiedelt. Und sie haben hier einen sehr viel schöneren Platz jetzt in Moorbrück. Als vorher in, ja, so in der Nähe des Palastes, wo immer auch so viel los ist, ne? Hasen brauchen ja auch ihre Ruhe. Hasen brauchen ja auch ihre Ruhe. Und wollen nicht die ganze Zeit, gestört werden. Okay, passt mal auf, gestört werden. Also, ne, die müssen in Ruhe leben können. War das hier? Nee, das Kohle, okay. Das können wir hier reinpacken, sehr gut. Ist ja gar nichts beschriftet hier. So. Das kann alles da rein, da rein. Für Kies hatten wir eine extra Kiste, das weiß ich. Hier waren die Stufen. Kann sein, dass ich jetzt die ein oder andere oder andere oder eine Sache hier falsch einsortiert habe. Aber naja, es gibt Schlimmeres. Wir könnten auch Sting sein, ne? Kies. Sehr gut. Kies. Das war Holz. Hatten wir noch was? Nö. Da hatten wir einen, aber den haben wir weggelegt. Okay. Hier war nochmal Wolle. Nee. Hier war nochmal Krust. Ach, hier unten waren Türen. Was denn? Das Ordnungssystem ist irgendwie eigenartig. So, okay. Glas. Ja. Hier waren die Setzlinge. Da waren wir schon. Wo waren denn jetzt die Steine? Da hinten, ne? Genau, hier waren die Steine. Cobblestone und bemooster Cobblestone. Ah, hier, ne? So, zack, okay. Und die Schilder, ja, die nehmen wir wieder mit. Die könnten wir jetzt natürlich auch theoretisch... wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Hier hinpacken. So. Ja, okay. Haben wir das Lager schön ergänzt.
Unser Inventar ist fast leer. Dann können wir da nämlich jetzt schön die Sachen einsortieren. Und dann können wir uns aufmachen nach Hunsgrab zu neuen Schandtaten. Und ich würde sagen, wir gucken mal, werfen mal einen Blick kurz rüber zur Kuhinsel. Aber weitermachen werden wir dann auf jeden Fall mit der Garnison. Mit der Garnison der Eisernen Kerle. Eine Stadtwache muss jetzt endlich mal her. Und schaut mal. Oh, ich glaube, da haben wir was vergessen. Da oben. Da scheint etwas nicht zu despawnen. Nee, wir haben kein Bett dabei. Wir müssen uns eilen. Sonst regnet es morgen. Oh wei. Den ganzen lieben langen Tag. Und hier unten ist eigentlich ziemlich dunkel. Können da nicht Monster spawnen? Ich glaube, wir schaffen es nicht. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Ich glaube, wir schaffen es. Komm schon. Schlaf, schlaf, schlaf. Hui, gerade nochmal so. Gut. Wir haben es gerade noch so geschafft, ins Lager zu kommen. Also, wir haben jetzt dann hier zum Beispiel, würde ich jetzt die Felle hinmachen. Das wird die Fellkiste hier. Das Bett kommt natürlich da raus. Nehmen wir gleich wieder mit. Das können wir gebrauchen. Felle und natürlich auch die Hasenpfoten. Das sind jetzt nicht sehr viele Felle. Ach, ich wollte ja noch runter, ne? Hier haben wir auch noch Felle und hier ist das Fleisch. Das ist gut. Ist das auch noch rohes Kaninchen? Das können wir noch draußen in den Ofen packen. Unser Gold sollten wir vielleicht wieder mitnehmen. Ja, und den Rest, den lassen wir jetzt erstmal so. Wer weiß, was da kommt. Die Spinnenweben werden wir nochmal mitnehmen. Und die Seile können auch hier bleiben, theoretisch. Es muss auch so eine kleine Grußtruhe muss es auch geben, Freunde. So ist es ja nicht. Hier kommt noch die Felle rein. Und hier kommt noch Kaninchenfleisch rein in allen Formen und Farben. Wir nehmen uns mal ein bisschen was mit. Weil, seht ja, Steaks gehen langsam alle. Und davon können wir auch gleich jetzt mal eine Großkaninchen hier oben reinbauen. Dann weiß man gleich, okay, da gibt's Fleisch. Und hier gibt's die Felle. Und die Pfoten und alles. Jetzt gehen wir nochmal runter in den Schlachterraum. Hört sich jetzt fies an. Ach, ach. Warum sind hier jetzt so viele? Die sind da alle rausgesprungen, das sollten sie doch nicht. Ja, also ihr seht schon, es funktioniert einwandfrei, das Ganze. Nicht. Okay. Ach so, und wenn ich die im Wasser schlachte, ist natürlich der Nachteil. Nun kommt schon her, ihr. Die Hasen machen mich wahnsinnig. Überall sitzen die rum. Man kann sie kaum anvisieren. Ja klar, rennt doch noch die Leiter hoch. Rennt doch einfach noch die Leiter hoch. Und wir verbringen den Rest der Folge damit euch hier. So. Die sollten eigentlich da hinten sitzen bleiben. Haben sie auch erst gemacht. Aber das, die verarschen mich natürlich nach Strich und Faden, ne? Nach Strich und Faden wird man hier verarscht. Von diesen Hasen. Komm schon her. So. Da ist noch einer drinne, der kann er meinetwegen ewig rumplanschen. Du gehst jetzt hier mal und du gehst jetzt... Ja, gut. Besten hätte ich so Löcher gemacht, ich hätte einfach viel einfacher machen können. Ich hätte irgendwo ein Boot hinsetzen können, dann werden sie da reingehoppelt und dann hätte ich immer die Hasen im Boot schlachten können. Ja, so ist das nämlich. So ist das Leben. Hart und ungerecht. So, da hat einer die Tür offen stehen lassen. So, und ich habe jetzt von euch die Schnauze voll, Hasen. Hasenbrösel. Wir ziehen jetzt hier ab. Jetzt wird hier abgezogen. Rohes Kaninchen, na klasse. Rohes Kaninchen. Ich glaube, das rohe Kaninchen werden wir einfach mal, weil wir es können, draußen auf den Grill schmeißen. Ich hoffe, da ist noch genug Kohle drin. Ja. Oh, so viel Kohle für den Grill. Na gut. Da sind auch noch 6 Kaninchen. Habe ich jetzt welche mitgenommen überhaupt? Nein. Dann nehme ich mir die 6 jetzt raus. So, jetzt habt ihr jetzt davon. So, Freunde. Hasenzüchterverein. Abgeschlossen. Und wir machen uns auf nach Hunsgrab zu neuen Schandtaten. Es war schön hier. Es hat Spaß gemacht. Aber die Hasen sind einfach zu schnell. Darauf lief es im Endeffekt hinaus. Freunde. Ach ja. Und da oben, kann ja einmal einer weghauen, wenn er mal Zeit hat. Oder wie beim nächsten Mal, wenn wir zur Gemüsefarm gehen. Da gehe ich öfter mal hin. Für Gemüse nach Orderung. So, Freunde. Ach, in der kleinen Schweiz sollten wir auch mal wieder was bauen. Wurde gesagt. Und das hier sowieso. Nervt leider ein Schneid, goldener Reiter. Ja, aber es ist ja die Folge, wo wir viele Sachen fertig machen wollen. Von da, also die Staffel, ne? Die ganze Staffel steht unter der Prämisse, mach es fertig. Mach dich fertig.
Ich guck mal kurz zur Schweiz rüber. Hui. Und wieder hoch. Deshalb, wir werden auch nicht so viele ganz neue Sachen anfangen. Ah, hier waren ja letztes Mal, hier war letztes Mal Nachwuchs, ne? War das nicht so? Sind die schon groß geworden? Ach, ihr wart das, ne? Bist du, Entschuldigung. Hallo? Ja, 28 Papier. Wir können nochmal schnell mit der handeln, auf dass hier ein bisschen bessere Stimmung reinkommt in die Bude. Hier bin ich auch noch nie lang gegangen. Auf dass ein bisschen mehr Stimmung in die Bude kommt, könnten wir mit der Tante nochmal handeln. Und Kathedralenmusik wird gespielt. Das ist doch bestimmt ein Zeichen. Uns wird es aber dann zur Garnison verschlagen und da werden wir dann gucken, was wir machen können. Oh je. Neue ITV. Wir könnten gleich mal... Ja, ich komme immer vom 100. ins 2000. Ich weiß. Der Kai Castadur, sein Marktstand ist noch nicht eröffnet. Okay. Hm. Anscheinend sehr viel zu tun. Auf geht's nach Heldenheim? Nein. Da wollte ich hin. Hier steht ein Bett rum. Ist ja Sodom und Gomorra hier in Hunsgrab. Ist ja unglaublich. Ja, da machen wir uns doch einfach welche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Papier machen. Wir handeln sie zu Tode, sozusagen. Nee, das müssen wir wahrscheinlich hier auf der Werkbank machen. 1, 2, 3. Oh ja, da kriegen wir eine ganze Menge raus. Dann können wir erstmal ein bisschen handeln mit den Dorfbewohnern. Damit, kommen wir wieder in ihr Gedächtnis rein. Also, ne, schleichen wir uns zurück in ihr Gedächtnis und sie merken, oh ja, der Bürgermeister ist ja auch noch da. So, die schmeißen wir weg, zack. Ja, das ist Abfall, ne? Das bei so einer großindustriellen Anlage hier wie unserer Farm, wie unserer Papierfarm, da fällt auch mal Abfall an. Ganz klarer Fall. Schleichen wir uns hier durch die Gänge. Jetzt handeln wir noch mit der und dann werden wir in der nächsten Folge tatsächlich loslegen mit der Garnison. Aber erstmal gucken, wo die Tante jetzt abgeblieben ist. Ich hoffe, die ist noch da. Hier über den Teppichmarkt kommen wir dann in das kleine Wüstenviertel, was wir hier haben. Warst du das? Ja. Pass mal auf, hier. Ist total gut, ne? Solange er Lust hat, handle ich mit dem. Noch hat er Lust anscheinend. Jetzt nicht mehr. Okay, dann können wir die übereinander stacken und die nehmen wir mal raus. Und was hast du sonst noch so im Angebot? Gar nichts? Was ist mit dir los? Ach so. Ja, ein Kompass. Hattet ihr nicht mal mehr Angebote, sag mal, Freund Schnüschu? Hä, warum hat der nur ein Angebot? Die hat noch einmal zig Angebote. Ist hier noch irgendwer? Ohne Fahrschein? Da hinten die Tante. Die können wir auch noch mal ein bisschen motivieren. Ja, das ist tatsächlich, man motiviert die dadurch. Was hat sie denn hier? Dornen? Ja, die hat natürlich zig Angebote. Ein Buch. 31 Papier, ein Smaragd. Ja, komm, weil du es bist. Und weil ich mein Papier, meine Papiere loswerden will. Das ist nicht so ein tolles Angebot, aber naja, wir kriegen wieder ein paar Smaragdis zusammen. Und wir werden das Papier los. Was hat sie hier? Glück 3, okay. Boah, die hat, ey, die ist echt ganz schön gut ausgestattet. Also, ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt gucken wir nochmal zu den Onkel rüber hier. Du, ihr wart doch aber zu zweit, ne? Eigentlich. Oh, guck mal. Ah, da ist noch jemand. Guten Tag. Ja, ja, ich komme. Ich versuche hier die Dorfbewohner glücklich zu machen. So, schon wieder durch mit der Handlerei. Und, hast du jetzt mehr? Ich habe doch gerade noch wen gehört, oder? Ah, hier. Bist du auch so ein Gelehrter oder was bist du für einer? Ach, du bist ein Taugenichts, ne? Oh, guck mal, wir haben ein Kind. Ach, verdammt, es ist ein Taugenichts geworden. Na gut. Ich hoffe, die sind jetzt ein bisschen zufriedener hier. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Könnt euch gegenseitig hier beschenken. Und du bist ja Rote Lola. Ja, du handelst mit Wolle. Schneiderin. Mhm. Und das ist wahrscheinlich ein Schmied. Ja. Oh, Diamantspitzhacke für 10. Effizienz 2 Schaufel. Für 7. Das ist ja ein Schnapper. Warte mal. Das ist doch ein Schnapper, oder nicht?
So. Mal sehen, ob er sich noch was anderes einfallen lässt. Haltbarkeit 1. Das ist ja nicht so doll. Und du hier nochmal schön Papier handeln. 31 war dein Preis, glaube ich, ne? Ja, komm, machen wir nochmal nebenbei. Da sind wir ja gar nicht so. Kriegen wir wieder ordentlich hier zusammen. Ist ganz schön teuer übrigens, ne? 31 ist ganz schön teuer. Noch was? So, ich habe auch Spinnenweben im Angebot. Guck mal, da haben wir unsere 17 schon wieder zusammen und wir haben nur Papier verbraucht. Wer bist du? Zombie-Lebern habe ich nicht. Effizienz 2. Der will Eisen verkaufen noch. Haltbarkeit 1. Na, das ist nicht so doll. Für 9. Aber guck mal. Da seht ihr die direkte Auswirkung. Und von dieser Stelle und diesen schönen Bildern sage ich jetzt, liebe Leute, gehabt euch wohl, denkt an die Liebe und auf Wiedergesehen. Und es wird Nacht, ich muss unbedingt schlafen. Ich kann nicht schlafen. Aber jetzt machen sie da, das will ich gar nicht sehen.